Herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrot. Ich bin der Schuh und ja, der liebe Don hat. Steht der Toss. Ja, hallo. Wir sind der Hubert. Und der liebe Don hat schon angefangen. Und wir besitzen ein kleines Stilettor. Was haben wir denn so? Wir haben einen Trank, eine Karte. Alles klar. Haben wir schon Pokébälle? So, ja, wir haben Pokébälle. Okay, und zwar, das hier ist ja die kleine, schicke Challenge. Und ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, aber zuerst sehen wir uns das roten Pokémon an. Das ist ein kleines Taubsi. Weiblich Level 2. Oh, Baby. Hallo, Taubsi. Hoffentlich töten wir es nicht One-Shot. Okay, wir töten es nicht One-Shot. Problem ist, ich habe Angst, es zu töten. Ja, Pokémon Feuerrot bin ich nicht so trainiert drinnen. Ich spiele allgemein sehr wenig Pokémon. Und Feuerrot ist so das letzte. Alter, geil, wir haben einen Taubsi. Level 2. Von seinem lieben Don natürlich. Und wir werden es auch benennen. Frage ist, wie nennen wir es? Es verschmäht den Kampf und verbirgt sich, da er gerne in hohem Gras, wo es nach Nahrung in Form von kleinen Käfern Ausschau hält. Taubsi, möchtest du Taubsi den Taubsi einen Spitznamen geben? Ja, möchten wir. Und zwar, als Namenkategorie dachte ich mir so, Don, das ist ein kleines Schleckermäulchen, ne? Ne? Und dann nehmen wir Gebäck. So, und ich muss mal ganz kurz was nebenbei aufmachen. So, und weil er ein Schleckermännchen ist und gerne Kuchen isst, dachte ich mir, Bienenstich wäre halt schon ein tolles kleines Taubsi. Oh, Bienenstich. Bienen. Schreibt man das so? Schreibt man das so? Ja, das schreibt man so. Stech. Stier. Oh Gott. Wie fixen wir das denn jetzt? Bienenstich. Wir machen Bienenstich. Alles klar? Wir machen Bienenstich. Bienenstich. Alles klar. So, und damit haben wir unser erstes kleines Pokémon für den lieben Don. Und ja, zu meiner Geschichte. Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt, wir bekommen viele britische Dinge. Du findest... Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk mit. Dankeschön für den Drang. Ja, zu der Geschichte. Der liebe Don steht auf kleine Pokémons. Und er hatte einen Traum. He had a dream. Und zwar, dass er gerne kleine Pokémons fangen möchte. Und kam dann halt mit dieser Idee hier. Und ja, er hatte die Idee, nicht ich. Ich würde Pokémon niemals anfassen in meinem Leben. Und ja, und jetzt machen wir es. Wir tun es, Leute, wir tun es. Okay. Ich weiß nicht, was Don schon alles getan hat. Der kleine Schlingel. Und ich weiß, dass es super witzig werden wird. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, wird gemacht. So. Was machen wir als allererstes? Natürlich. Haben wir Geld? Sind wir reich? Sehe ich das hier? Wir haben Geld. Boah, Stimme. Versagt heute komplett. Und ja, kann ich behilflich sein? Natürlich. Möchte ich gerne Pokébälle kaufen? Ja, immer schön eine Runde zahlen und Tränke. Tränke sind super, super wichtig. Ja, danke schön. Natürlich nehmen wir auch ein Gegengift mit. Ne, zwei kommen, weil wir haben Money in the Bank. Und sowas ist dann schon wichtig. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung.
Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach oben links, denn ich weiß, dass es hier oben etwas Wunderschönes gibt, wo sich jeder drüber freuen wird. Hallo. Hubert hat einen Trank gefunden. Natürlich ist wieder unser schön gerades Trankgedingse, meine schöne gerade Anzahl an Tranks, wieder kaputt. Route 22. Ich würde sagen, das ist direkt das nächste Routen-Pokémon für unser lieben Don. Müsst ihr dafür sorgen, dass er ein bisschen was an Auswahl hat. Ein Ratzefratze, ja. Schon wieder weiblich. Schon wieder weiblich. Oh Gott, ich sehe schon Katz über Katz in diesem Part. Was? Stilettos, warum? Warum tust du das, Stilettos? Oh Gott, Stilettos. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht. Aber wir haben ein Bisasam, was super lustig wird zu leveln. Ich bin normalerweise nicht so der Bisaflor-Freund, aber okay. Und ja. Oh Gott, ist es nicht in den Ball gegangen? Kennt ihr das, wenn man Pokémon fängt und ich weiß nicht, selbst, also ob ihr... Ich verspreche mich hier erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr früher schon Pokémon gespielt habt, aber die meisten sollten es gespielt haben. Ist halt so ein Ding aus der Kindheit und ja, damals, wenn man Pokémon gespielt hat, kam man auf so seltsame Ideen mit, von wegen, wenn das Pokémon im Ball ist, könnte man die Fangrate erhöhen, indem man irgendwelche Button drückt. So, weißt du? Seine Reißzähne sind lang und scharf. Da sie ständig wachsen, nagt es immer zu an etwas, um sie abzuwetzen. Ach Don. Kommt der nächste Kart, ich überlege mir Namen und dann sehen wir uns gleich direkt wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. 8 Minuten und wie kann es anders sein? Wir nennen unser kleines Ratzfratz Hefezopf. Hefe. Sad. Warum? Was mache ich? Ich bin noch ein bisschen überfordert mit Pokémon. Eventuell. Zopf. Natürlich. Weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir dazu so schnell kommen. Blablabla. Ich soll vielleicht langsam mal reden und erst nachdenken. Also ich habe nicht gedacht, dass wir uns so schnell dazu kommen, wirklich Pokémon aufzunehmen und direkt hochzuladen. Ich bin... Ja, komm, gehen wir einfach weiter. Egal. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Ich habe doch schon selbst 2 gefangen. Tutorial, why? Ja, ein Hornview. Der alte Mann hat's drauf, er muss es nicht mal schwächen, weil er selbst kein Pokémon hat. Und hat keine Basis-Items. Oh, Stimme. Der alte Mann wirft einen Pokéball. Mit ganz dramatischer Geste. Der guckt ein bisschen grimmig. Aber nur ein bisschen. Toll, Hornio wurde gefangen. Yay. So, das war doch perfekt. Das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier nimmt dies auch noch. Leerkanal. Hubert packt Leerkanal in die Basistasche oder so. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Das ist ein Beruf? Ich dachte eigentlich, das ist ein Hobby. Aber okay, wir sind jetzt auf Route 2, das heißt, der liebe Don kriegt sogar sein nächstes Pokémon. Mensch. Freude. Ich habe ein Pokémon und er hat dann schon 3. Aber das macht nichts, denn er fängt uns natürlich auch bald ein Pokémon. Ja, Ratzfratz. Tut mir leid. Dich haben wir leider schon. Aber das ist auch jetzt eine andere Route als hier unten, oder? Bin ich richtig? Karte. Ja, Route 1.
und Route 22. Ja, alles klar. Die Karte ist so geil, die öffnet sich einfach so. Wir haben noch zwei Versuche. Zwei Versuche, ein anderes Pokémon zu finden. Taubsi haben wir auch schon. Mensch. Wie kreativ. So viele neue Pokémon. In meinem Garten. Pokémon. Lass uns kämpfen. Mensch. Niemals Glück im Leben. Niemals. Joa, dann hauen wir hier mal ab, ne? Und gehen um in den Wald. In den Wald. Nach Etania City. Oder so. Wir sind im Etania-Wald. Ist auf der Route. Da verläuft man sich leicht. Danke für den Ratschlag. Ja, sagte doch Etania City, Leute. Etania City. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Alles klar. Macht immer euer Ding. Ich möchte auch so gern kämpfen, aber... Fangen wir ihn hier noch ein Pokémon? Was habe ich denn zur Auswahl? Nee, wir sind nicht so lieb und fangen hier noch ein Pokémon. Denn der liebe Don hat schon zwei und ich möchte hier gerne ein Pokémon zum Wald haben. Der tut mir sicher den Gefallen. Ganz, ganz sicher. Eine Herausforderung vom Käfersammler Baldur. Und er schickt ein Hornio rein und ich werfe mein Stilettos rein. Schaffen wir die Kämpfe überhaupt? Ich weiß es noch nicht mal wirklich. Level Cap ist ja bis zu Rocco. Level 14, weil er mit einem Onix Level 14 antritt. Und wir sind schon kurz vor dem ersten Arena-Leiter. Autsch. Okay, das tut ein bisschen weh. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay, solange wir halt nicht vergiftet werden. Wenn wir vergiftet sind, sind wir ganz schnell am Arsch. Oder er crittet uns. Noch ein Crit kriegt er sicher nicht raus. Er setzt Fahnenbeschuss sogar noch ein, das ist nett. Oh Gott, Leute. Und ich war so kurz davor zu sterben. So. Hornio wurde besiegt. Stilettos erhält 66 Erfahrungspunkte und kriegt erstmal das Level 7. Level 7, Boys. Egelsamen, Boys. Raupi. Nein, 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 ich will das Pokémon nicht wechseln. Ich habe keine anderen. Ich habe keine anderen Pokémons. Könnte ich ihn Egelsamen? Ich könnte ihn, glaube ich, Egelsamen. Versuchen wir es. Noch mehr Fahnenschuss, weil wir ja noch nicht langsam genug sind. Initiative von Stilettos sinkt. Leben entziehen, Leute. Wir stollen das jetzt einfach und teilen uns die ganze Zeit hoch. Wer braucht schon Items? Alles klar. Das sind ganze 2 KP, die wir kriegen. Und ich glaube, solange er uns halt nicht irgendwie nochmal unlucky quittet, sind wir safe. Ganz sicher. Wer die Arena-Leiter übernehmen wird, das werden wir sehen. Je nachdem, wie der andere halt herausdollt, was die Trainerkämpfe in der Arena angeht und das davor. Natürlich werde ich da nicht so leicht mit ihm umgehen. Denn der liebe Don darf schön arbeiten. Immerhin ist er mein Partner. 2 Leben, Raupi. 2 Leben, während ich mich um 2 Leben heile. KP, tut mir leid. Raupi wurde besiegt, Leute. Raupi wurde einfach vernichtet. Und wir besiegen Käfersammler Baldur. Raupi hat es nicht geschafft. Gib mir dein Money. Ich will Money. So, dann gehen wir nochmal zurück. Obwohl, was ist hier links? Wir gucken hier nochmal links. Und hier haben wir einen Busch. Und da oben haben wir noch mehr Busch. Okay. Ich möchte echt keine Random Encounters haben, weil... Er hat schon 2 Pokémon und ich bräuchte halt auch noch mindestens 1, damit ich mich sicher fühle. Ich hoffe, das versteht ihr.
Natürlich würde ich es ihm gönnen, keine Frage, denn ich bin ja ein netter Dude. Vertania, Moment, das hier ist Vertania City, was ist das denn da oben für eine Stadt? Nein! Auf dem Weg nach Vertania City. Okay. Willkommen im Pokémon Center. Nimm meine Pokémon, heil sie. Und sei glücklich. Danke. Komm jederzeit wieder vorbei. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Mann, der Empfang ist aber freundlich. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Leider nicht hier bei uns. Wenn ein Pokémon stirbt, wird es freigelassen. Begraben. Mit einer Rückblende natürlich. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Nein, danke. So. Guck mal noch, wie der hier oben im Haus ist. Hier ist eine Schule. Viel Spaß, Schule. Was haben wir hier? Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Marmoria City, Leute, das ist unser Ziel. Marmoria City. Ah, diese Retro-Musik, dieses Retro-Feeling. So, wir werden die natürlich, weil wir nette Leute sind. Hast du schon einen Ratzfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Ja, das ist es. Ratzfratz ist nicht zu unterschätzen. Ich habe mich umentschieden, wir gehen nicht in den Wald, um ihn dort abzusetzen. Den kleinen lieben Don. Sondern wir gehen hier runter. Um den lieben Don da unten abzusetzen. Und der liebe Don darf leveln. Erstmal bevor er aufnimmt. Ich könnte noch reinfeiern, aber ich vermute, wenn er wirklich ohne Leveln nach vorne geht, wird er drauf gehen. So, der Hubert, ne? Der Hubert ist ein netter Dude. Der Hubert gibt ihn nämlich. Guck mal, ne? Ich habe bisher nur Männchen und er nur Weibchen. Das ist halt schon geil. Und speichern wir natürlich, ne? Und wir haben genau drei Pokémon bisher gesehen gehabt. Und jetzt sehen wir... Weiß ich nicht, wie viele. Ach, Leute. Hat er überhaupt die Options richtig eingestellt, der Nette? Oh. Das war ich nicht. Glaub mir, das war ich nicht. Kampfstil, Ton, Stereo. Hat der hier auch nicht mal Stereo drin. Machen wir den Rahmen noch wunderschön für ihn. Sollen wir so ein schickes Pink nehmen? Was haben wir denn? Ja, komm, wir nehmen noch so ein schickes Pink. Boah, das sieht doch geil aus, Leute. Das sieht doch geil aus. So, und dann sehen wir uns dann in der übernächsten Folge, denn in der nächsten Folge muss der Don leider erstmal leiden gehen. Ja. Viel Spaß mit dem Don in der nächsten Folge und wir sehen uns wieder. Ciao.